Und damit herzlich willkommen zu Basmati Reviews mit Altes Live. Das ist jetzt schon die fünfte Folge, die wir aufnehmen. Heute bin ich nur alleine hier, der Chris. Ja, das heutige Let's Play wird ein bisschen anders sein als die vorigen. Und zwar wird es gesamt nur am Kavala Marktplatz abspielen, wo in der letzten Zeit immer Krieg ist, wenn sehr viele Rebellen online sind. Und da ist einfach komplettes Chaos, das wollte ich euch mal zeigen. Ist interessant, ich mache zwar nicht viel, aber ich hoffe, euch gefällt das trotzdem, dass ihr seht, wie andere abgehen ja, und rumschießen und ein bisschen Chaos machen. Viel Spaß damit, euer Basmati-Team. Ja, nicht nur ein Bann, den musste man einen Tritt in den Arsch geben. Die dürfen das Spiel ja nie wieder in die Hand nehmen, ey. Ohne Witz. Kein einziges Spiel sollten die je wieder in die Hand nehmen. Wenn so eine Scheiße hier macht, ey. Ein Multiplayer-Game. Nee, ich komme nicht an. Das ist Gameplay, gell? So, jetzt stürzt der Heli ab. Jo. Sind die jetzt abgestürzt oder was? Ja, die kämpfen ja über der Safe Zone. Ach. Was? Ja gut, die Bullen, die sind jetzt da mit den Helis wahrscheinlich. Ja, toll, aber Arsch geleckt, das bringt ja nichts. Also ich weiß, dass hier unten Heli rumsteht und der macht nichts von den Cops. Hier ist der Crazy einmal Karl. So, jetzt zum ersten Mal die Leviten lesen, ey. Sag mal, Junge, hat man die irgendwie ins Gehirn geschissen oder so? Wurde es heiß gebadet oder was? Was soll der Kack hier? Was soll das bitte? Ja. Pass auf bitte, ich lieg hier rum, ne? Du hast echt das Gameplay erfunden, Junge. Du bist echt der Größte. Hast kein Mikro oder was? Kannst du dir nicht leisten. Arme Sau. Ja, aber das ist das Einzige, was du kannst, ne? Ist klar. Komm, noch ein Magazin, bitte. Komm schon. Ey, arm einfach nur. Das ist echt arm. Nö, das ist jetzt Random Deathmatch, also darf ich machen, was ich will, oder? Das war schon am Anfang, beim allerersten Mal war das schon Random Deathmatch. Nö, ich werde den überfahren, ist mir jetzt egal. Der killt hier einen nach... So. Der killt den einen nach dem anderen, was soll ich denn machen? Ja, überfahr den, ganz einfach. Ich weiß, dass das, ich weiß, dass das nicht cool ist, oder so. Nö, ist scheißegal, das darfst du aber auch. Ich muss jetzt nur meine Karre schnell finden. Ist erlaubt. Das ist einfach Krieg hier gerade, ja. Bei Random Deathmatch darf sich auch genauso wehren. Alter, ist Amoklauf hier. Echt, ohne Scheiß, Amoklauf. Sag mal, was wollt ihr eigentlich, hä? Was wollt ihr?
Kirche. Oder wie immer das war. Ey, kannst du mich mitholen? Dankeschön, wo fährst du hin? Alter. Die schießen jetzt zum wiederholten Mal einfach rum. Hier steht an jeder Ecke steht ein Heli. Du kannst dir das gar nicht vorstellen, Niki. So viele Helis habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Also in dem Spiel hier meine ich jetzt natürlich. Das ist alles im Spiel. Crouch, ich will hier abhauen. Hier ist ein bisschen Fatito. Okay, der. Wenn du getötet wirst, ist deine Schuld, nicht unsere Schuld. Der Morphix ist da. Okay, die sind echt gerade richtig unter Stress. Jetzt wäre ich gerne Cop. Ja, so richtig schönes Feuergefecht. Auch wenn das da alles total behindert von den anderen war, aber trotzdem, weißt du, einfach hin, alle wegballern, ey. Bats, bats, bats. Ja. Da natürlich dann auch drauf haben im. Ganz natürlich, genau. Aber das hier ist unfair einfach. Ah. Die haben es auch nicht mehr so richtig unter Kontrolle, seit die den Rebellen den bewaffneten Heli gegeben haben. Da finde ich auch zu viel. Die hätten einfach nur die normalen Waffen, die wir so haben, billiger machen sollen wieder und ein paar mehr Waffen, aber dann nicht, weißt du, dann lassen sie so Waffen, so einfache Sachen, illegal und so, und so richtig behindert, aber geben uns einen Heli, einen bewaffneten. What the fuck? Nur ein Witz. Ah, der Himmelhu ist da, den kenne ich doch. Wer ist das nochmal? Wer? Ja? Himmelhu, der hat doch mal mit uns gezockt. Der kenne ich nicht. Oh, kenne ich den, nie gehört. Guten Abend, was geht hier ab? Hallo, was soll das denn? Fahr lieber weg, der Scheißbulle hier killt eh alle. Fahr lieber weg, der Scheißbulle killt eh alle. Himmelhu? Polizeigewalt, Polizeigewalt. Ja. Warum werden wir hier festgehalten? Ist das eine Geisel oder was? Nice. Ja. Könnte ich mal bitte loskommen hier, bitte? Ich hab hier nichts getan. Bitte nicht im Sidechat reden, Junge. Hallo. Warum sind wir festgenommen? Hallo. Weil Morphix behindert ist. Ja, Alter. Komm mal bitte aus dem scheiß Zeit-Channel raus. Die gehen gerade richtig ab hier. Ey, das hier ist das. Okay, Momoratte, okay. Ohne Scheiß, das Ende vom Server, ey. Sieht echt so aus. Das. Wir haben total verkackt. Also, das hier können wir als Beerdigungsfolge für den Server holen, oh, quasi. No! Das ist, ich sorg selber für meine Sicherheit, da braucht kein anderer, ja? Darf man jetzt ja, damit wir hier wieder abgeschossen werden von irgendeinem Heli, der von oben kommt. Saugeil. Ich wurde jetzt schon dreimal getötet, nur weil hier fünf Helis rüberfliegen und einfach auf alles ballern, was sich bewegt, ey. Wie kann man es denn nochmal befreien? Gar nicht. Das sind grobe Foltermethoden hier, ohne Witz. Ich will nicht so ein hässliches Shirt hier tragen, wer hat mir das angezogen? Billiger GTA-Verschnitt, ey.
Also laut dem Schild da drüben müsste mein Auto abgeschleppt werden. Ja, ich stehe hier im Halteverbot, hallo. Darf der Heli überhaupt landen? Sag mal, seid ihr eigentlich alle doof? Ihr seid richtige Huren. Schon wieder. Behinderte müssen ja auch irgendeine Arbeit kriegen, ja. Warum sollen sie nicht Polizisten werden? Oh. Habe ich ja jetzt nicht in-game gesagt, aber das wäre geil gewesen. Krass, wer hält dich da gerade fest? Der Morphix. Der hat einfach alle festgenommen. Ich wollte das hier schön dokumentieren, dass ich hier auf dem Marktplatz bin und die einfach nur rumballern. Sinnlos. Was passiert? Ich werde festgenommen. Wow, das ist jetzt auch Flugschule, erste Klasse oder was? Ist man wieder frei, wenn man sich ausloggt? Du darfst dich aber nicht ausloggen. Ist doch egal. Kann sein, dass du da gebannt wird man ja sowieso eigentlich hier. Ich wurde gar nicht gewarnt. Warum? Niemand wurde gewarnt. Ja, hier wirst du ja für jeden Scheißdreck gebannt, laut diesem Interview-Ding da. Zur eigenen Sicherheit festgenommen, wenn ich hier gleich abgeballert werde, dann ist das bestimmt zu meiner eigenen Sicherheit. Nö, wenn alle festgenommen werden, dann ganz einfach. Ja, die im Heli können sie aber schlecht festnehmen, oder? Du Schwachkopf. Quatsch, bin hier raus. Nicht unrealistisch. Ist davon echt auch ich halte dich gar nicht. Alle Passanten fest. Wie heißt die Leuchte? Ich bin Rebell, kein Passant, du Arschloch. Toll, der eine Typ, der steht vor dem Automat. Ja. Ihr hättet uns wenigstens schön in einem Kreis aufstellen können. Also ein bisschen mehr Mühe und... Stell mal bitte alle in das Ding rein. Alle in den... Der eine hat sich befreit. Hey. Mach mich auch los, du Kenner. Ey, mach mich mal frei, irgendjemand, Hilfe! Das geht, ich könnte zumindest letztens den einen konnte ich nicht befreien. Doch, klar, oh fuck! Jetzt ist mir wieder eingefallen, klar geht das. Mit dem Dietrich neben einen stellen und benutzen drücken. Ich hab's ganz vergessen. Kauf mal irgendjemanden Dietrich. Oder ein Heinrich oder sowas. Los! Komm, starte den Heli. Warum habt ihr mich festgenommen? Weil du so einen scheiß Akzent hast. Oh. Oh, das war ein bisschen hart. Entschuldigung, dafür entschuldige ich mich. Entschuldigung, das war nicht so gemeint. Ja, so ein Typ wurde neben mir festgenommen und der hat so einen scheiß Schweizer Akzent gehabt. Und da habe ich gesagt, ja, du wirst festgenommen, weil du so einen scheiß Akzent hast. Fand der nicht witzig. Ich stehe doch voll im Weg. Mach mich doch wenigstens frei oder so. Ich habe ihn hier alle nur, weil ihr glaubt, ihr könnt mich beschäftigen. Leute, doch nicht beide gleichzeitig. Mach weiter. Ich glaub an dich. Starte. Mach uns los und wir helfen. Crash dann mal in den Marktplatz rein. Du kennst. Ja, wir können euch ja auch helfen. Crash in den Marktplatz. Das war gerade eben mega witzig, ey. Oh, nee. Komm mal online, du stirbst schon nicht. Also, gefährlich ist es nicht mehr. Es ist nur gerade witzig hier. Ey, meine Füße sind kalt, Leute. Was ist das hier denn für ein jämmerlicher Haufen von Memmen? Oh, Pussys überall, ey. Ja,
Mach mich mal frei, kauf dir mal einen Dietrich, mach mich frei. Hallo, Typ im gestreiften Hemd, mach mich mal frei, CP. Scheiße. Alter, wenn ihr nicht weißt, wer er macht hier und uns loslässt, dann werde ich diesen beschissenen. Also ich bin ja für eine Meuterei, ne? Der eine Typ ist schon tot oder hat er sich ausgelockt? Der wurde erschossen. Oh, der hat es nicht anders verdient. Das ist ein crazy Typ, töte ihn. Ach komm, ich muss deinen Schuh. Oh, leck mich du. Ich bin fast frei. Der wollte meine Karre klauen. Geht hier drunter und drüber. Mute dich nochmal. Ja, besser ja, ist es. Crazy, ey. Ja, ein bisschen. Mach die scheiß Klingel aus, Junge. Sonst klatscht es. Lass mal alle zusammen ein Lied singen oder sowas. Die Polizisten sind scheiße. Die Polizisten sind scheiße. Also Radio ist schon nice, wenn irgendwie, wenn man gefangen ist. Ja, Leute, kommt, rettet uns. Geht die Ficker hier. Sind so unfähig, so ein Heli darunter zu holen. So, liebe Leute, könnt mal irgendwer hier nach Kavala kommen? Hier sind irgendein paar Homos mit Waffen, die nennen ja, sich echt, Polizei. Ja, die ganzen Bullen nehmen uns die ganze Zeit fest, haben alle am Marktplatz festgenommen, ja, genau, und alle schreien hier nur noch rum. Das ist ein komplettes so, Chaos. Das ist voll ätzend. Man wollte eigentlich mal den Server an sich angucken, aber wenn das hier so läuft, dann... Ja, der Server ist richtig scheiße, ich lefte gleich. Ja, nicht nur ich lefte, ne? Also hier lefte gleich jeder, so, pass mal auf, ey. Noch ein bisschen weiter um durch den Taschentuch bringen. Halt einfach mal die Fresse und. Ein Taschentuch habe ich genug von meiner Scheiße, ey. Kauf dir selber welche. Ah, kacken, ich setz dir gleich einen Haufen auf deinen Rücken, Alter. Muss ich nur mal bücken. Haufen, Haufen! Haufen! Ich möchte mein Recht freigelassen zu werden, Leute. Ja, wenn ich den schon quatschen höre, so, weißt du? Mein Gott, ey. Ja, bumm, 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 bumm. Weißt du, was die damit machen? Die machen den ganzen Server mit kaputt. Ohne Scheiß. Weil der die, war... Die hier festgehalten werden... Der war mal viel besser, der Server, als... Ja, erstens das, und die, die wiederkommen, die machen eh alles kaputt. Wenn ich gleich wiederkomme, könnt ihr mich gerne bannen, weil ich fick die gleich alle sowas von. Ist einfach nur noch nervig. Alles wird teurer, den Rebellen wird alles weggenommen. Jetzt haben sie den Heli und das ist ja klar, dass sie mal ausrasten. Ja, und danach gründe ich eine Gruppe, eine Anti-Gay-Gruppe.
Anti-Gay-Bum-Bum-Gruppe. Ey, du musst dir so ein Pin-Ding kaufen, womit man auch Autos knacken kann. Da kann man auch Handschellen mit knacken. Ja, 1500. Echt nur 1500? Ja, ja, geilste war ja, dass sie dann plötzlich alle Waffen illegal gemacht haben, von einem Tag auf den anderen. Und dann bin ich mit einer Waffe... Ja, wann kommt denn der gleich die Bombe zündet, hä? Ah, hat du selber, Mann. Ja, machen wir die Dors hier. Allah Akbar, Allah Wakbar. Wakbar, Allah Makbar. Walla Bak Abba. Cops. Also ich komme von der Arbeit und selbst das Zocken ist irgendwie noch Arbeit. Ist irgendwie schön. Komm, ich bezahle irgendjemanden 10.000, wenn er mich befreit. Leute, das muss doch möglich sein. Haufen! Was ein Dreckserver. Lauf um dein Leben. Hier wirst du nur umgebracht, nicht beschützt. Mann, ich weiß, meine Waffe liegt nicht, weil ich mit dem verdammten Ton lange sowas von der Reihung gehe. Eine Million Tickets, ist auch nicht schlecht. Eine Mille. Piste. Scheiß Server, manchmal will ich gar nicht schießen und bringe auf einmal 5 Leute um. Admin Abuse, stinkt nach Code, Alter. Komm, geh raus. Jan, befrei mich mal! Ey, da stehe ich ja lieber 10 Stunden im Gefängnis als hier rum. Das gibt so viel Rache, oder Leute? Auf jeden Fall, ey. Ich würde sagen, wir tun uns alle zusammen und werden dieses beschissene Stadt in den Luft jagen. Ja, können wir auf jeden machen. Sehr, sehr gerne. Ihr seid welche hier, nein. Alles, was mit Tatschen und was das nicht anfängt, wird eliminiert. Durchlöchert, jedes Loch wird aufgefüllt mit Pipi. Ihr seid richtig unfähig. Kriegt ihr auch irgendwas gebacken? Was könnt ihr eigentlich, Leute? Was könnt ihr eigentlich? Klein
sein, keine Freundin haben, Jungfrau sein. Weißt du, hier so eine Disco errichten, aber für ein richtiges Gameplay sorgen sie nicht, ey. So Leute, das war's jetzt mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und das mit der Beerdigungsfolge, das lassen wir mal wieder sein. Weil der Server hat sich schon wieder gebessert, ist wieder so, wie er früher war. Und bis dann, haut rein, ciao.